27. Januar ist der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Seit 1996 ist es in Deutschland der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In Wiesbaden hat der Mann, den wir heute treffen, in den letzten 4 Jahrzehnten einen großen Beitrag zur Erinnerung speziell an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus geleistet. Wir besuchen mit ihm verschiedene Orte des Erinnerns in der Stadt und wappnen uns vorsorglich mit einem warmen Getränk. Der Historiker und ehemalige Lehrer Lothar Bembeneck hat mit seinen Initiativen, Ausstellungen und Veröffentlichungen wesentlich dazu beigetragen, den Begriff Erinnerungskultur in Wiesbaden mit Leben zu füllen. Unter anderem hier in der Wagemannstraße. Hallo, Herr Bembeneck. Hallo. Ich habe mal was zum Aufwärmen mitgebracht. Vielen Dank. Ja. Ja, wir befinden uns hier vor dem Geburtshaus von Sally Großhut, einem jüdischen Juristen und Schriftsteller, der 1933 vor den Nazis nach Palästina geflohen ist. Und dass es hier am Haus seit 1985 eine Gedenktafel an ihn gibt, verdankt sich Ihrem Engagement. Ja, der Ortsbeirat Mitte hat diese Gedenktafel anbringen lassen. Und es ist somit die erste Gedenktafel an einen Wiesbadener Juden im öffentlichen Raum. Dabei ist er ein doch sehr bedeutender Mann. Er war auch Jurist, der 32 promovierte über ein wichtiges Thema, nämlich die Gefährdung der Demokratie in der Weimarer Republik. Daraufhin wurde er von den Nazis ins Visier genommen und bedroht. Nicht viel später, schon im März 33, ist sein Schwiegervater in der Wilhelmstraße in seinem Laden von SA überfallen worden und ermordet worden. Was ist denn eigentlich Ihre ganz persönliche Motivation, sich gerade diesem Teil unserer Geschichte, dieser Lücke im kollektiven Gedächtnis, zu widmen? Ich war Lehrer und die Geschichte der Wiesbadener Juden hat für die Schüler mehr Eindruck gemacht als eine Liste von Ermordeten. Die Spiegelgasse war einst ein Zentrum der jüdischen Gemeinde von Wiesbaden. Nicht ganz zufällig befindet sich hier auch das aktive Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Kultur in Wiesbaden, zu dessen Initiatoren Sie gehören. Neben dem Versprechen, das der Oberbürgermeister gegeben hat, dieses Haus zu retten, wurde auch gleichzeitig oder anschließend auch der Verein Förderkreis Aktives Museum deutsch-jüdischer Geschichte gegründet. Sie haben unglaublich viele Recherchereisen unternommen nach Israel, auch nach England, haben mit Holocaust-Überlebenden aus Wiesbaden gesprochen. Da ist ein großes Archiv vorhanden. Was geschieht damit noch? Das harrt immer noch an der Aufarbeitung. Ich bin allerdings jetzt, wenn auch unter gewissen Schwierigkeiten, dabei, eine Gesamtgeschichte der Wiesbadener Juden in der NS-Zeit zu schreiben. Und vor allem meine Interviews dabei auszuwerten. Hier am Michelsberg stand die alte Synagoge, die 1938 während der Reichspogromnacht zerstört wurde. Dass heute eine Gedenkstätte an diesen Ort erinnert, ist nicht ganz selbstverständlich, sondern bedurfte des langjährigen Engagements von Ihnen und anderen. Der Ort hier hat wirklich nicht an die Synagoge erinnert. Einen wichtigen Anstoß gab es 1992. Da sind über 3000 Wiesbadener Bürger in einem Mahngang, zu dem wir aufgerufen hatten, hier durch die Stadt gelaufen und haben gefordert, dass hier eine Gedenkstätte hinkommen soll, dass man der Opfer gedenken sollte. Tod ist nur, wer vergessen wird, heißt es. Jetzt wird hier an dieser Gedenkstätte tatsächlich aller während der NS-Zeit in Wiesbaden ermordeter Juden namentlich gedacht. Warum ist das so wichtig? Für uns ist die Vorstellung, dass es nicht Zahlen sind von Ermordeten, sondern dass es Personen sind, dass es Gesichter sind, Persönlichkeiten sind, die hier gewohnt haben, ein ganz wichtiger Aspekt der Erinnerungsarbeit. Jetzt haben wir heute in den diversen Parlamenten wieder Politiker sitzen, die ein solches Denkmal mit dem Begriff Schande assoziieren. Erleben Sie eigentlich auch Anfeindungen aufgrund Ihrer Arbeit?
Am Anfang meiner Arbeit gab es sehr wohl auch Anfeindungen, Drohbriefe, nächtliche Anrufe. Aber inzwischen ist Gott sei Dank auch gerade hier in Wiesbaden das Bewusstsein und die Toleranz doch so gut entwickelt worden, dass man diese Gedenkstätte auch ganz angenommen hat. Wir wünschen Ihnen und uns allen, dass das so bleiben möge. Und Sie, denken Sie dran. Wenn wir aufhören, uns zu erinnern, hören wir auf, Menschen zu sein. Klicken Sie sich wieder rein, nächsten Monat in Pfeifers Kulturkiosk.